Das Feuerwehrhaus in Höft entsprach schon lange nicht mehr den Anforderungen an den Einsatzdienst. Somit entschloss man sich, nachdem alle finanziellen Angelegenheiten geklärt waren, zum Neubau. Baubeginn war der 30.07.2007. Tausende freiwillige Arbeitsstunden waren nötig, um dieses Projekt durchführen zu können. Vom Kommandanten abwärts, jeder stellte seinem Können entsprechend seine Arbeitskraft zur Verfügung. Am 1. November war das Gebäude winterdicht und konnte beheizt werden. Im Februar folgten weitere Ausschreibungen. Ende Mai war das Feuerwehrhaus bis auf das Mobiliar fertig. Ende Juni konnten die letzten Feinarbeiten erledigt werden, dann war es endlich soweit. Am Freitag wurde ein feierlicher Festakt abgehalten. Feuerwehren aus den benachbarten Gemeinden und Bezirken kamen. Habt ihr auch drin lassen, Festakt durchführen. Freiwillige Feuerwehr Schnürzenberg, Zauner Johannes. Nach dem Aufstellen und der Meldung an den Bezirkskommandanten begrüßte Hermann Wiesner die Gäste. Alle Festredner waren sich einig, dass dies eine großartige Leistung der Freiwilligen Feuerwehr Höft war, was hier geleistet wurde. Bürgermeister Wolfgang Klinger lobte die große Eigenleistung der Feuerwehren. Es geht in erster Linie darum, dass die Eigenleistungen der Feuerwehr dementsprechend sind, damit man so ein Gebäude errichten kann. Diese enormen Leistungen, die ihr vollbracht habt, ich glaube, das ist einmalig. Der Kommandant erhielt von einer befreundeten bayerischen Feuerwehr ein Geschenk für das neue Feuerwehrhaus. Ich war hin und wieder mal herbei bei der Baustelle. Eine gewaltige Leistung, 5.300 freiwillige Arbeitsstunden. Und innerhalb 10 Monaten ist es als Feuerwehrhaus gestanden, wie es heißt, Herr Bürgermeister. Josef Schwarzmannseder ließ nicht außer Acht, dass noch einiges zu tun sei. Der Wiesner Hermann hat sich wirklich bemüht und ich kann mich wirklich nur sehr gut erinnern, wie er mit dem Ansinnen gekommen ist, dieses Haus neu zu bauen, wie wir diskutiert haben und heute wird dieses Haus eröffnet. Ich kann mich nur erinnern an den Tag, wo wir dann gesagt haben, jetzt machen wir es, wo dann ein paar Monate später das Haus praktisch fertig gewesen ist. Mit dem Heimatland wurde der Festakt beendet. Mehr als 500 Mann marschierten die Ehrentribüne ab. Der Bezirkskommandant strich die Notwendigkeit des Neubaus hervor. Aufgrund der Anforderungen im heutigen Feuerwehrdienst hat die Feuerwehr Höft eben ein neues Feuerwehrhaus errichten müssen. Und ich kann die Feuerwehr nur bewundern. Sie haben in 5.300 Arbeitsstunden, die sie selbst mit ihren Mitarbeitern und auch den Frauen geleistet haben, in 10 Monaten dieses Feuerwehrhaus hergestellt. In Oberösterreich sind noch viele Projekte zu realisieren. Derzeit sind etwa 200 neue Feuerwehrhäuser in Umsetzung, in Planung oder in Fertigstellung. Das heißt, jedes vierte Feuerwehrhaus im Land wird neu gebaut oder generalsaniert. Die rasche Abwicklung des Neubaus war dem Kommandant von Höft sehr wichtig. 10 Monate Bauzeit ist nämlich eine sehr kurze Zeit für so ein Drumgebäude und wir haben eigentlich alles selbst gemacht. Die Fliesenleger haben bei uns aus den eigenen Reihen gekommen, es sind die Wasserinstallateure aus eigenen Reihen gekommen, es ist lediglich das Material ausgeschrieben worden und sonst ist alles Feuerwehrleistung gewesen. Wie wichtig die Feuerwehren sind, wurde immer wieder betont. Ich bin stolz, dass wir so engagierte Feuerwehren haben in dieser Region und freue mich heute bei der Einweihungsfeier bei der Feuerwehr Höft zu sein. Und es ist eine tolle Stimmung und ich gratuliere unseren Feuerwehren und bedanke mich für ihre großartigen Leistungen.
Ein weiterer Höhepunkt an diesem Wochenende war das Oldtimer Traktor- und Moped-Treffen. Der AMTC Rottenbach und der MSV Buchgast Bolzhofen stellten ihre Fahrzeuge für die interessierten Besucher aus. Mit dem Powersägen wurde dem Publikum die Zeit verkürzt. Bis zu 34 PS waren die nicht mehr originalen Motorsägen stark. Doch trotz der immensen Kraft gab es immer wieder kleine Pannen. Am Abend lockte noch eine Disco für Jung und Alt zahlreiche Besucher auf das Festgelände. Die Feldmesse am Sonntag fiel zwar buchstäblich ins Wasser, dennoch war der Gottesdienst sehr gut besucht. Die Liedertafel Gaspardshofen begleitete die Messe. Im Anschluss segnete Pfarrer Anton Lena Dittenberger die Messbesucher, das Feuerwehrauto und das neue Zeughaus. Auch das geweihte Kreuz fand seinen Ehrenplatz im neuen Zeughaus. Beim Frühschoppen mit dem Schoberl-Express wurde man mit Grillhändl, Kotelett und Bratwürstel bestens versorgt.